Dadurch, dass ich in Erlangen zusammen mit dem Ministerpräsidenten AD Günter Beckstein das juristische Staatsexamen gemacht habe und dadurch, dass Herr Beckstein aus Hersbruck kommt, gab es Berührungspunkte und diese Berührungspunkte haben mir Gelegenheit gegeben, das Entwickeln der organisierten Kriminalität, die heutzutage die Justiz unterminiert, selbst zu erleben. Es sind Menschen in dieser organisierten Kriminalität tätig, die bei mir in der Referendarausbildung gewesen sind und zu denen ich Kontakt gehalten habe. So ist es mir möglich, zu all den Dingen, die ich aufdecken möchte und die ich Ihnen mitteilen möchte, mir in Art einer Rückkoppelung Gewissheit zu verschaffen, dass sie tatsächlich so gewesen sind, wie sie mir die jeweiligen Opfer erzählt haben. Ich kenne also immer die Rückseite der Sache und kann Ihnen diese mitteilen. Unter diesen Punkten vorausgeschickt möchte ich Ihnen als ersten Fall eine Geschichte eines Griechen erzählen, der derzeit beim Landgericht Nürnberg-Fürth unter dem Vorsitzenden Richter Heidner wegen einer angeblichen Vergewaltigung verfolgt wird und demnächst zu 8 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt werden soll, wenn er kein Geständnis ablegt, das heißt, wenn er den Erpressungen nicht erliegt, die gegen ihn durchgeführt werden. In diesem Fall ist es so, dass der Mann, und das werde ich Ihnen nachfolgend in den Einzelheiten darlegen, die Tat überhaupt nicht begangen haben kann, die man ihm vorwirft. Eine solche Tat, wie sie zur Anklage gekommen ist, kann überhaupt nicht stattgefunden haben. Der Grund, weshalb es überhaupt zu diesem Verfahren gekommen ist, ist der, dass es mittlerweile bei der CSU Tradition ist, dass etwa ein Jahr vor Landtagswahlen oder Bundestagswahlen spektakuläre Fälle in Gang gesetzt werden, inszeniert werden, mit denen der Bevölkerung gezeigt werden soll, wie tüchtig die bayerische Staatsregierung ist und wie tüchtig die CSU-Politiker in ihren jeweiligen Ressorts sind. Und da bedingt durch den Fall des Wettermachers Kachelmann über die Frage von Vergewaltigungen und ihre Behandlung bei der Justiz in letzter Zeit viel diskutiert worden ist und die öffentliche Meinung sich mit diesen Fragen stark beschäftigt, ist bei unserer Justizministerin auch das Bedürfnis aufgetreten, einen solchen Fall zu haben und der Bevölkerung zu zeigen, wie in Bayern die Ehre und Sicherheit von Frauen geschützt wird und ein Vergewaltigungsfall mit der nötigen Strenge verfolgt wird, insbesondere wenn es sich um einen Ausländer und hier um einen Griechen handelt. Die Griechen haben bei der im Jahre 2013 anstehenden Wahl zum Bayerischen Landtag und wohl auch zum Bundestag für die CSU eine besondere Bedeutung, weil man der Bevölkerung zeigen möchte, dass die Griechen ein faules und unzivilisiertes Volk sind, das dem Deutschen auf der Tasche liegt. Es ist daher in den Akten in diesem Verfahren auch immer nur von dem Griechen die Rede. In Wirklichkeit handelt es sich um einen Mann mit zwei Staatsangehörigkeiten, der deutschen und der griechischen. Die deutsche Staatsangehörigkeit fällt aber völlig unter den Tisch, weil sie an der Stelle eben einfach störend sein würde. Es soll sich um einen Griechen handeln. Der Mann ist im
Mai dieses Jahres in Nürnberg in ein Bordell gegangen, das als FKK-Club firmiert, und hatte einen Freund, einen Italiener dabei, und die beiden sind mit einer Prostituierten auf ein Zimmer gegangen. Was nun in diesem Zimmer geschehen ist, das ist Gegenstand der Anklage, und dazu gibt es unterschiedliche Darstellungen. Die Darstellung 1 ist das, was die Prostituierte gesagt hat, als sie am nächsten Abend in der Notaufnahme der Gynäkologie des Klinikums in Nürnberg gewesen ist. Da hat sie davon gesprochen, dass sie mit ihrem Partner mit einem Dildo experimentiert hätte und diesen in die Vagina eingeführt hätte, und der sei wohl etwas zu groß gewesen. Von ärztlicher Seite ist an dieser Stelle eine Schwellung und eine Blutung festgestellt worden. Man hat der Frau ein schmerzstillendes Medikament mitgegeben und ihr gesagt, dass das von alleine ausheilen würde. Die Besitzerin des Bordells hat aber einen Polizeibeamten wegen dieses Vorfalles zu sich kommen lassen, der von der Arbeit der Nürnberger Polizei als Betreuer für Bordelle eingeteilt ist. Und dieser Mann hat dann ein Verfahren daraus entwickelt, und in diesem Verfahren ist plötzlich aus diesem Vorfall, bei dem noch nicht einmal gesagt ist, dass die Frau behauptet hätte, der Grieche habe ihr diese Verletzungen mit dem Dildo beigefügt, sondern sie spricht davon, ihr Partner habe mit ihr experimentiert. Aber jetzt ist dieser Grieche von einem Moment zum anderen zu einem Täter einer Vergewaltigung gemacht worden, bei der die Frau in Todesgefahr geschwebt habe. In diesem Fall liegen Parallelen zu dem Fall Mollert, die ganz deutlich erkennbar sind. Herr Mollert spricht auch immer davon, dass er von einem Augenblick zum anderen von 0 auf 100 gebracht worden sei. Und auch hier ist es so, aus einem Bordellbesuch ist plötzlich eine Vergewaltigung geworden, die mit 8,5 Jahren Freiheitsstrafe und einem Schmerzensgeld von 5.000 Euro geahndet werden soll. Als Beweismittel hat man das Gutachten des Erlanger Rechtsmediziners, des Professor Beetz, herangezogen, und der Herr Professor Beetz bescheinigt, dass auf der einen Seite das ohne weiteres möglich gewesen sei, dass der Mann mit der Faust in die Vagina der Frau eingedrungen sei, und das auch noch mehrfach. Auf der anderen Seite sagt er aber, dadurch sei das Gewebe in eine derartige Spannung gekommen, dass jederzeit ein Reißen des Gewebes und ein Verbluten des Opfers hätte stattfinden können, sodass dies eine tödliche Behandlung wäre. Jeder normal denkende Mensch wird an der Stelle erkennen, dass die beiden Aussagen sich gegenseitig ausschließen. Wenn man in die Vagina mit der Faust so einfach eindringen kann, dann kann nicht auf der anderen Seite das Gewebe in eine derartige Spannung kommen, dass ein tödliches Verbluten befürchtet werden muss. Solche Unverträglichkeiten in der Aussage von Gutachten
sind heutzutage in den Gerichten Alltag. Und wenn man die Verhältnisse anschaut, die gerade hier bei Herrn Professor Beetz vorliegen, dann kann man auch verstehen, warum es zu solch unglaublichen und ebenso unsinnigen Gutachten kommt. Herr Professor Beetz verdient im Jahr in der Nebenverdienstmöglichkeit eines Professors der Rechtsmedizin 2,9 Millionen Euro aus den Gutachten, die er für die Nürnberger Justiz und Polizei herstellt. Es ist verständlich, dass ein Professor, der eine derartige Nebenverdienstmöglichkeit hat, sich seine eigene Goldgrube nicht zuschütten wird, indem er der Justiz widerspricht. Deshalb kann die Justiz von ihm jedes, aber auch wirklich jedes Gutachten bekommen.